Ich habe gerade geträumt, dass ich mit zwei brasilianischen Supermodels am FKK stand. Du warst doch beim Aldi. Sie sind ja so klug, Herr Berger. Ich weiß, Fräulein Schmidt. Und Sie sehen so blendend aus. Auch das weiß ich. Sind Sie denn nur so stur? Ich bin nicht stur, ich bin nur meinungsstabil. Nee, jetzt sammelt der Dussel auch noch Briefmarken. Lauter hässliche blaue Briefmarken. Marken aus Mauritius. Ja, wo haben wir das denn? Was? Von wegen? Ich bin hier der Mann. Und ich kann tun und lassen, was ich... Was seine Frau will. Bestimmt mein Opa so hart zu ihr Nagel. Der Nagel konnte der Jude. Das hat der Oma jedenfalls immer gemacht. Sie brauchen sich nicht zu genieren, Fräulein Schmidt. Sie sehen großartig aus. Ja. Ach, Sie brauchen doch keine Angst im Dunkeln zu haben. Denken Sie doch einfach mal an etwas Schönes. Okay, Herr Berger, ich denke einfach an Sie. Das ist ja gut. Und dafür liebe ich dich. Ich liebe dich. Gesprochen. Sie hat gesagt, dass ich lieb bin. Sie ist weg! Die Mumie ist weg! Die Mumie ist weg! Natürlich würde ich gerne in einem Märchenschloss heiraten. Ja, aber ich doch auch, Fräulein Spitzohr. Ich muss raus an die frische Luft. Das ist hier alles nur noch besäufniserregend. Dass das eine Frau ist, das sieht man doch an den Öckern. Den Öckern. Und mich nennt man nicht umsonst Kalle, die knoppende Kirmesknüpplerin. Ja, komm doch mal los! Ich bin verflucht. Da hilft nur noch sanft. Ja, aber hättest du mir was gesagt, ich hätte noch beigestanden. Dick und ist ungesund. Bier ist nur dann ungesund, wenn einem eine Kiste vom zweiten Stock aufkommt. Meine Frau leidet nämlich auch unter Alkoholismus. Das tut mir aber leid. Wie viel trinkt sie denn? Nee. Ich trinke und sie leidet. Zu viel Eierlikör ist schlecht für meine Beine. Sorry, schwellen die dann halt? Nein, die sind gehend auseinander. Ja, Hallöchen. Und wer sind Sie bitte? Mein Name ist Dr. Sibylle Scheinheiler. Ich bin Fachärztin für Psychologie, könnte aber auch am Alkohol liegen. Dann geh doch nach Hause und komm wieder, wenn du nüchtern bist. Wie oft denn noch? Die Mumie lebt, kann reden, mag Gummibärchen und Eierlikör und benutzt gerade unsere Toilette. Nein! 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 Nein!
Hat der Bauer Hühneraugen, trägt der Jummi-Stiefel die nix taugen. Opa Walter, wie ist nun mal unser Familienmotto? Bei kleinen Sachen hol den Fachmann, bei großen den Flachmann. Ruhe! Hey, und Hände hoch! Und Hände hoch! Bitte tun Sie mir nicht und fassen Sie mich nicht an! Keine Sorge. Was soll das denn heißen? Bin ich Ihnen etwa nicht schön genug? Nein, nein, nein. Schauen Sie doch mal genau. Das ist übrigens eine Pistole. Da muss die Spitze immer auf das Opfer zeigen. Sie verstehen. Ich hier drinnen nicht mehr sehen. Ja, und ich will das Teil draußen nicht mehr sehen. Und ich will dich hier drinnen nicht mehr sehen. Verzwickte Situation. Wo ist der Picasso? Was für ein Picasso? Raus mit der Sprache. So was nenne ich. Wir sind Trödelhändler. Wie bitte? Trödelhändler? Opa Walter, du musst es früher wirklich, wirklich, wirklich getrieben haben. Schade, dass wir uns nie so richtig kennengelernt haben. Und schade.